Mein Name ist Magdalena Weigert. Ich bin derzeit im sechsten Semester des Studiengangs BWL mit Schwerpunkt Handel. Meine Theoriephasen verbringe ich an der DHBW Heidenheim und unterstützt werde ich von meinem dualen Partner Konrad Elektronik. Ich habe mich für den Studiengang BWL mit Schwerpunkt Handel entschieden, da ich finde, dass der Handel eine sehr interessante Branche ist, in der man viele verschiedene Richtungen einschlagen kann. Zudem ist die Branche Handel sehr schnelllebig und man hat die Möglichkeit, viele Technologien und Entwicklungstendenzen schnell anzuwenden. Ich selber bringe keine besonderen Vorerfahrungen mit. Ich habe mein allgemeines Abitur gemacht, habe danach ein freiwilliges soziales Jahr absolviert und bin jetzt hier in meinem dualen Bachelorstudiengang. Es gibt allerdings viele Kommilitoninnen, die zuerst eine Ausbildung im Einzelhandel oder Ähnliches gemacht haben und jetzt eben ihr duales Studium noch absolvieren. Für mich war in meiner Ausbildung sehr wichtig, dass ich einen großen praktischen Anteil habe. Deswegen habe ich mich für das duale Studium entschieden, da hier die Verzahnung von Theorie und Praxis gegeben ist. Zudem wollte ich erste Erfahrungen am Arbeitsmarkt sammeln und habe natürlich auch meine Chancen am Arbeitsmarkt steigen sehen, da viele Arbeitgeber praxisorientierte Ausbildungswege bevorzugen. Und dies hat sich eben jetzt auch bewahrheitet. Ich habe jetzt meine Übernahmestelle und kann so direkt in mein Arbeitsleben einsteigen. Die Verzahnung zwischen Theorie und Praxis funktioniert in meiner Ausbildung so, dass ich in jeder Praxisphase eine andere Abteilung anschauen kann. Ich war zwischen Controlling, Vertrieb und Marketing, wechselt sich das. Somit kann man jeden theoretischen Inhalt, der erlernt wurde, auch mal praktisch erleben und kann auch seine Erfahrungen aus der dualen Hochschule mit in den Arbeitsalltag integrieren. Außerdem möchte ich besonders auf die Projektarbeit und die Bachelorarbeit eingehen. Das fand ich im Nachhinein sehr schön, da man da in der Arbeit ein Projekt übernimmt, dieses wissenschaftlich aufbereitet und so wirklich eigenständig arbeitet und danach das an der dualen Hochschule präsentieren darf. Wenn ihr euch jetzt auch für das duale Studium interessiert, dann empfehle ich euch auf jeden Fall rechtzeitig, euch nach einem Arbeitgeber umzuschauen. Ungefähr ein Jahr vor Studienbeginn sollte man auf jeden Fall Bewerbungen schreiben. Persönliche Eigenschaften sollte man auf jeden Fall mitbringen, vor allem Leistungsbereitschaft, da man sich natürlich sowohl theoretisch als auch praktisch beweisen muss, um seine Ziele dann zu erreichen. Außerdem finde ich im Nachhinein sollte man auf jeden Fall flexibel sein, da man natürlich den Wechsel zwischen Theorie und Praxis hat und sich da immer wieder auf neue Gegebenheiten anpassen muss. So wie auch in der Praxisphase hat man immer wieder neue Abteilungen, Mitarbeiter, Kollegen oder auch Führungskräfte, an die man sich anpassen muss.